In Landshut teilt sich die Isar in zwei Arme, kleine und große Isar. An dieser Stelle befindet sich am Beginn der kleinen Isar das Ludwigswehr. Viele Landshuter sagen auch Saustick dazu, da diese Brücke schon seit Jahrhunderten existiert. Bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde dann ein Wehr installiert und 1921 ein erstes Wasserkraftwerk für die Mühle, die damals auf der Mühleninsel stand. Doch nun sollen die alten Wehrklappen, die 1954 eingebaut wurden, ersetzt werden. Sie sind aber auch in einem bemitleidenswerten Zustand. Im Frühjahr 2017 starten Bauarbeiten in der kleinen Isar. Es müssen Fahrwege für die Arbeiten erstellt werden. Die Arbeiten sollen bis Oktober 2017 dauern. Wir werden noch sehen, dass das etwas optimistisch war. Für die hohe Böschung wurde eine große Rampe angelegt. Damit ist die Baustelle weithin sichtbar. Es wird immer nur an einer Wehrklappe gebaut, damit die anderen beiden bei Hochwasser funktionstüchtig bleiben. Die Aufnahmen wechseln zwischen den drei Wehrfeldern. Dies liegt an den Absperrungen der Baustelle, den möglichen Aufnahmewinkeln und natürlich an meinem Zeitmanagement. Die Arbeiten fanden in der Reihenfolge Wehrfeld 1 links, Wehrfeld 3 rechts und zum Schluss Wehrfeld 2 Mitte statt. Als nächstes werden Wehrnadeln gesetzt, damit die Wehrklappen trockengelegt werden können. Der sogenannte Nadelverschluss. Per Fernsteuerung werden die einzelnen Nadeln möglichst exakt gesetzt. Dachten Sie auch, dass die eingeknopft werden? Ein Taucher hilft bei der genauen Positionierung. Er ist per Sprechfunk via Kabel mit dem Kranführer verbunden. Außerdem bekommt er so seinen Sauerstoff. Und wenn die letzte Nadel gesetzt ist, dann geht es mit dem Aufzug nach oben. Eine schweißtreibende Arbeit. Dann werden die Nadeln festgezollt. Na, besonders wasserdicht sieht das aber noch nicht aus. Aber die Arbeiter sind nicht wirklich nervös. Sie schütten eine Art Schlacke mit verschiedenen Körnungen an den Nadeln hinab. Die Schlacke dichtet die Nadeln ab und wirkt wie ein Klebstoff. Von oben sieht man schön, wo es noch undicht ist. Dann schüttet man von oben Schlacke nach. Und schon dreht es unten den Wasserhahn zu. Am Schluss ist alles einigermaßen dicht. Dann werden die Nadeln noch verkleidet. Nun wird großes Equipment benötigt. Eine Klappe wiegt immerhin so circa 8 Tonnen. Das will bewegt werden. Als erstes wird der Kran sauber aufgestellt. Holz unter die Stelzen, dann aufgestützt. Und schließlich wird der Kran auf den Stelzen gerade ausgerichtet. Inzwischen hängt die Klappe am Kran. Es werden die letzten Befestigungen gekappt. Beim Rausheben der alten Klappe helfen die Arbeiter mit Seilen, um die Klappe zu dirigieren. Da muss aber noch ein Gerüst weg. Beim Wehrfeld 2 und 3 wurden die alten Klappen vor dem Rausheben in zwei Teile zerschnitten.
Nun muss die Halterung weg. Kranführer brauchen eine Menge Geduld. Nach über 3 Stunden schweißtreibender Arbeit ist es dann soweit. Die Haupthalterung der Klappe kann entfernt werden. Hinter dieser Halterung liegt im Wehrpfeiler die Klappensteuerung. Nun muss der alte Antrieb aus dem Wehrpfeiler raus. Hier ist der Motor schon weg, der das rechte Zahnrad antrieb. Über mehrere Übersetzungen wurde dann die Klappe bewegt. Da haben sie das ganze Ding eingegossen, dann haben sie es einbetoniert. Und nicht daran gedacht, dass das einmal rauskommt. Aber gegen Hydraulikpumpen mit 40 Tonnen Druckkraft wird am Ende nichts halten. Das ist das Gegenstück zu der Klappenhalterung außen. Was in einem Wehrpfeiler so alles drin ist. Nun werden die Befestigungen entfernt. Dabei wird auch der Beton der TuS-Becken großflächig ausgeschnitten. Die neuen Halterungen werden dann entsprechend neu betoniert. Doch dann kam alles anders. Das erste Hochwasser des Jahres 2017 beendete die Arbeiten jäh. Jetzt zeigt sich aber auch, dass es gut war, dass die anderen beiden Klappen noch funktionstüchtig sind. Die Stadtwerke beziffern die Schäden auf 50.000 Euro. Der Gesamtumfang der Arbeiten ist dabei ca. 1 Million Euro. Aufräumen ist angesagt. Die Straße muss wiederhergestellt werden. Doch die Idylle währt nur kurz. Das nächste Hochwasser ist nicht weit. Und so ruhen die Arbeiten den Rest des Jahres 2017 ganz.
Im Frühjahr 2018 geht es endlich weiter. Die Befestigungen sind bereits betoniert. Alles steht nun bereit. Und da kommt die neue Klappe aus der Slowakei. Der Kran ist auch schon da. Trotzdem verzögert sich das Ganze noch etwas. Erst müssen noch zwei Autos abgeschleppt werden. Die Fahrer hatten wohl das temporäre Halteverbot übersehen. Die Räder des Hängers können unabhängig gesteuert werden. Trotzdem ist das Ganze eine Belastung für Material und Maschine. Mit den beiden silbernen Ratschen können die Aufhängungen dann entsprechend verkürzt werden. Nun muss der Kran die Klappe halten, damit sie exakt ausgerichtet werden kann und dann in die Befestigungen passt. Die Wehrklappen sind keine Einzelanfertigungen. Es gibt feste Standardbreiten für die Klappen. Als die Klappe zum besseren Ausrichten doch noch einmal abgesetzt wird, kann schnell der Lieferschein unterschrieben werden. Nun heißt es wieder Klappe halten, damit sie langsam eingepasst werden kann. Das dauert in Echtzeit etwa eine halbe Stunde. Nun geht es umgekehrt. Alles wieder rein. Die Befestigungen und die neue Klappensteuerung werden in den Wehrpfeiler gehoben. Die neue Klappensteuerung funktioniert nicht mehr mit Zahnrädern, sondern hydraulisch. Man könnte fast sagen, Laptop und Lederhose. Aber die Arbeiter sind von der österreichischen Firma Hans Künz GmbH. Die neue Steuerung von Siemens ist elektronisch, mit Touchscreen und LCD-Bildschirm. Zwischen Klappe und Absperrung sickert Wasser durch die Wehrnadeln. Mit diesem Wasser wird nun geprüft, ob die Klappe dicht ist und die Klappe zum ersten Mal getestet. Das ist die Echtzeitgeschwindigkeit, wie sich die Klappe bewegt. Das ganze Öffnen dauert etwa 5 Minuten. Und so sieht es im Wehrpfeiler aus. Das ist der Behälter mit der Hydraulikflüssigkeit und den beiden Pumpen. Ein großer Hydraulikzylinder bewegt nun die Klappe. Der Druck wird dabei in eine Drehbewegung umgesetzt. Und hier die Hauptansicht des Bildschirms.
Die erste Wehrklappe wurde am 11. April 2017 ausgebaut und war erst über ein Jahr später, am 8. Mai 2018, wieder einsatzbereit. Die zweite rechte Klappe wurde dann vom 15. Mai bis 30. August 2018 in 3,5 Monaten erneuert. Die dritte mittlere Klappe wurde schließlich vom 30. August bis 30. November in nur noch 3 Monaten ohne weitere Unterbrechungen ersetzt. Das Wetter war auch ein Spiegelbild unserer Zeit. 2017 ein Hochwasser nach dem anderen, 2018 große Trockenheit. Und zum Schluss noch ein kleines Geheimnis. Rechts und links befinden sich kleinere, flexible Wehrnadeln.